Ist das lebensbedrohlich? Wenn man blutet? Wenn man blutet? Blute so oft einfach. Das Gute halt ist. Das Gute blute. Was, für wen machst du so viel Brötchen, Mann? Ist mal realistisch. Ja, auch für die Kinder. 10 Stück. Aber letztens waren es zu wenig. Mann, machst du 10 Brötchen? Letztens waren es zu wenig. Zum Frühstück 10 Schrippen? Ja. Wir hatten die gegessen. Ja, das weiß ich auch nicht. Da hatte ich nur 8 gemacht und dann war irgendwie Mano angesagt. Mano. Ach so. Mano war der Freund von der Kita. Mano. Ach, na ja gut, auf alle Fälle guten Morgen und wir sind wieder beim Frühstück und gleich im Keller zum Arbeiten. Mit dem wunderschönen Hollandrad machen wir heute weiter. Oder beginnen wir heute. Machen wir mal eine Bestellung in China. Müssen wir Zoll zahlen? Eigentlich bei normaler Einfuhr nicht, das war nur bei Expressversand über mir. Ja, mal gucken, wie schnell die kommt. Die mag ich gar nicht. Nö, die kann das noch nicht so gut sehen, weißt du? Da gibt es nämlich auch E-Bikes für den ganz schmalen Taler. Das kann man ja mal sehen und kann man ja mal testen und kann man ja mal schauen. Dann haben wir was für den Winter zu tun. Keine Ahnung, auf dem Kanal. Und das ist so ein Testkanal. Naja, einen Testkanal werde ich jetzt nicht daraus machen, also, aber so ein Wintertest. So ein Winter. Ja, man muss sich ja, was anbieten. Muss ja interessant bleiben auch. Nicht nur wie Kartoffelsuppe koche quasi. Das ist auch für manche interessant. Ist das nicht interessant genug? Offensichtlich nicht, nee. Den ganzen Winter durch. Habe ich mich extra zurückgehalten jetzt letzten Winter. Bitte merken Sie sich Ihre Bestellnummer, ey. Irgendwie eine 20-stellige. Irgendwas nochmal? Hier, mach ein Foto. Hm? Ich bin sehr gespannt, was da kommt jetzt für ein Kram. Eine Spielekonsole für 25 Euro mit 500 Spielen. Mit 500 Spielen? Ja. Also vorprogrammiert sind die doch heutzutage. Ach, alle das stimmt. Der hat einen Vermarktungsstick, wa? Weißt du noch? Ja, der hat aber nur über eine andere Konsole funktioniert. Mhm. Über die Sega. Mhm. Die wir jetzt nicht mehr haben. Papi, magst du das? Mhm. Das Fisch? Von Hans. Oh. Du musst mal essen. Morgen. Ne. Ja. Okay, egal. Und ich war im Plotzensee. Und dann. Es ist doch zum Kotzen, ey. So, jetzt kommt ein neuer Reifen rauf. Ja, neue Reifen muss und dann. Sein. Und dann gut. Ich ja. Ey, es ist unmöglich. Unglaublich. Also, haben wir gleich einen Auftrag, den Reifen hier zum dritten Mal den Schlauch zu wechseln. Und nicht nur den, sondern jetzt mache ich eben auch einen Marathon Plus Ruf. Jetzt reicht's mir. Ich habe sie empfohlen, 37622, haben wir. Na denn, legen wir mal los mit dem Schlauchwechsel, doch nicht mit dem Hollandrad heute Morgen, aber so ist es halt. Manchmal kommen Dinge dazwischen. So, berechne ich jetzt keine Montage. Ja, berechne ich jetzt nur das Material, weil. Ist doch scheiße. Ist jetzt schon zweimal Montage bezahlt. Müsste man nicht machen. Im großen Laden würde so hoch einfach alles bezahlen müssen, aber.
Garantie auf Schlauchwechsel gibt es halt nicht. Ja. Ich habe dir gesagt, dass der zu wechseln wäre und naja, dann war teuer. Gucken wir mal. Holland Radkopie. Ja, kleines Video, BBF. BBF Hauptstadtrad. Hinterradschlauchwechsel. Einfach nur ein Anschauvideo, ein Mitguckvideo, wie man es macht. Mit Kundschaft zwischendrin. Moin! Was darf sein? Ich bräuchte einen Schlauch, Fahrrad. Welche Größe denn? Sind nicht mehr alle da. Die kommen zwar heute wieder, aber die sind eben noch nicht wieder da. 42, 6, 22, 128 mal 1,6, 700 mal 40, 10. Ventil? Keine Autoventile. So. Bremsanker lösen, wie immer. Das mache ich hier auf der Seite. Hey, bitte. Hallo, hier ist Anna. Hallo, Anna. Wenn ich noch fragen, kann ich deine Punkte ausleihen? Kannst du. Steht hier nicht schon rum? Nee. Nee. Moin Wolfgang! Hab zu tun, Wolfgang! Der Bremsanker hat sehr schön festgerottet hier. Was für ein Scheiß. Natürlich ist er festgerottet, muss ja so sein. Ist ja schon kein schöner Draht zum Reparieren und dennoch. Voll verrostet. So, dit. 15er Schlüssel, Achsmuttern lösen. Kommt da her nochmal. Gut. Heute wollte er nicht runterkommen. So. Bitte. Danke. Danke. Ja, schönen Tag noch. Jo, tschau, tschau. Den Stift, den Schaltstift nehmen wir raus. Schaltbox haben wir ja abgemacht, habe ich gesagt, glaube ich, ne? Achsmutter auf der Seite auflösen, damit wir den die Schutzblechstrebe entfernen können, damit wir dahinter an die Mutter rankommen für den Kettenspanner. Kleinteile schön beiseite packen. Jetzt den Kettenkasten aufschrauben. Kettenkasten aufschrauben. Und runter damit. Jetzt lösen wir die Spannschrauben, die Spannmutter.
links und rechts. Hinten raus. Wunderbar. Kettenspanner ab. Komm nachher wieder rein. Mantel runter. Schlauch raus. Reifen gut checken. Aber der ist durch, der ist richtig gebrochen. Die ist aber gleich jetzt, sie will keinen neuen Reifen haben. Das ist unglaublich. Warum wollen die Leute keinen neuen Reifen? Der ist zwar von der Lauffläche einwandfrei, aber der ist immer mit viel zu wenig Luft gefahren worden. Und dadurch hat der hier an der Seite einen richtigen Knick bekommen. Der außen ist ja alles gut und schön, aber wenn er innen sich schon so zeigt, dann reibt er natürlich auch innen am Schlauch. Ja, wenn sie will nicht, dann kriegt sie das wieder eingebaut. Felgenband kontrollieren. Ja. Alles wieder zusammen. Zusammenstecken. Neuen Schlauch rein. Ja, das kommt hin. Ja, wahrscheinlich, weil da ein anderes Ventil drin war, aber nämlich vorne ist ein Autoventil drin, damit kann man an der Tankstelle hier bequem aufpumpen, aber hinten muss er halt mit der Hand pumpen und das kann die meisten nicht. Da ist da zu wenig Luft drin, dann wird dann nur so aufgepumpt, dass es so irgendwie hält. Das ist dann beim Fahren angenehm weich. Und für Leute, die nicht so viel wiegen, ist es ja auch nicht so dramatisch, aber bei mir, ich merke es natürlich sofort, wenn zu wenig Luft drin ist. So, Hammer. Ja, tausendmal besser natürlich. Kettenspannerin. Und dann halten wir uns da drin hier. Und zwar Kettenspanner legen wir auf und geben schon mal ein bisschen Vorspannung.
So. Ach ja, also. Unterlagscheibe. Unterlagscheibe, Schutzblechstrebe, Unterlagscheibe und Achsmutter. Jetzt schrauben wir mal ran und schauen wir, wo wir landen. Okay. Passt. Hier drüben als erstes Bremsanker, Schelle, locker, fixieren. Unterlagscheibe oder Achsscheibe. Achsmutter, Schutzblechstrebe, bla 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 bla, alle drauf. Wenn die Achsmuttern fest sind, können wir den Bremsanker festmachen. Genial. Jetzt. Achsmuttern sind fest, das ist fest, das ist fest. Jetzt kommt der Kettenschutz wieder ran. Das ist ein bisschen gefrickelt, da muss man ein bisschen fummeln. Bis das sitzt. Aber jetzt Schaltstift. Einmal kurz mit Fett. Und dann hier rein. Schaltbox aufdrücken, andrücken und
fixieren. Aufpumpen, fertig. Ist total kaputt hier, das Laufrad. Man kann hören, wie die Narbe sich zersetzt. Sie wollte nicht weitergemacht haben. Was soll ich machen? Also wie gesagt, das ist natürlich total ärgerlich und undankbar und was auch immer alle. Weißt du? Weil die Narbe ist kaputt. Die muss man auseinandernehmen, die ganze Narbe. Na, wahrscheinlich nicht die ganze Narbe, aber den Teil hier drüben und Kugellager erneuern und so eine Sachen. Naja, also. Den Reifen muss man ersetzen, der beult hier ohne Ende, der reißt hier überall auf. Keine Ahnung, was sie damit vorhat. Wird die gute Frau fragen, nochmal, ob das jetzt ihr Rad ist oder nicht. Und wenn es ihr Rad ist, sollte sie das machen. Wenn sie sich das geborgt hat, muss sie natürlich erstmal absprechen oder so. Das ist ja manchmal, das ist ja total oft hier so, dass irgendwelche Leute mit geborgten Rädern kommen. Sagen, ja, nee, das gehört einer Freundin von mir, ich mir gebraucht, Dauerleihgabe, muss sie zurückgeben. Und wenn sie dann jetzt so kaputt zurückgibt, das wäre natürlich auch doof. Würde ich auch raten, natürlich, ich würde jedem raten, das zu reparieren zu lassen, weil
diese ganzen Bruchstücke da von diesem Kugellager, was sich da zersetzt hat, definitiv. Ja, die wandern ja auch in die Narbe und machen alle kaputt. Also, schön ist es nicht. Aber die meisten merken soweit ja nicht mal beim Fahren, dass sich das irgendwie komisch fährt. Also das war eine recht undankbare Aufgabe, jetzt irgendwie das zu reparieren, weil eine kein gutes Ergebnis dabei rauskommt. War ja auch nur ein Schlauchwechsel, total bescheuert. Ein Schlauch, das wenigste ist, was da kaputt ist an dem Ding. Also hätte es mal lieber selber gemacht, also wirklich. Oh, das ist ehrlich. Egal. Gut, ich sage mal, bis... Das war die Reparatur für heute und wir sehen uns gleich wieder mit dem normalen Vlog. Das muss ich nun doch noch zeigen. Hier ist ein bisschen was ausgefranst, sagt er. Hier, im Zug. Wenn man mal genau hinguckt. Hängt er noch an zwei Drähten. Aber man kann ihn so rausziehen. Fantastisch. Ja, den muss man wohl erneuern. Wenn es nur einstellen ist, dann kostet es nicht so viel. Aber ich glaube, den muss man auch erneuern. Ja. Nur mal so am Rande. So kann man nicht fahren. Mit so einem Stummelchen. Einmal neu bitte. Ringo, Mensch, danke an dich nochmal für die Babyspende und ja, danke auch an alle anderen, die uns gut unterstützt haben und natürlich auch an meinen Vermieter. Ja, also das müssen wir mal persönlich klären. Ja, komm du mal nach Hause, nein? Ja, kriegst du Eieruhr. Was ich noch sagen wollte, Mensch Ringo, jetzt hast du drei Räder? Hast du die alle noch bei dir? Oder wie ist denn das? Willst du die auch verkaufen oder nicht? Oder was? Oder wie? Oder fährst du die auch selbst? Oder wenn du die verkaufen willst oder so? Dann mach doch mal irgendwie einen Preis für die Dinger oder so. Vielleicht kann ich ja dann irgendwas vermitteln. Also ich meine, weil ne, wir fragen viele nach irgendwie so einen Rädern. Und ich bin ja zu teuer bekanntlicherweise. Mit nur mal einen Laden. Also mit anderen Worten, das würde mir jetzt nicht irgendwie die Kundschaft wegnehmen, vielleicht sogar im Gegenteil, dann könnte man das irgendwie einrichten, dass man sozusagen, wenn man das vermittelt oder was weiß ich, oder wenn man mal ein Rad herbringt oder so zum Ausstellen, zum Verkaufen oder sowas, wenn du Bock hast. Nur so als Idee gedacht, weil du auch aus Berlin bist und weil du die aufbaust und weil jetzt dann drei Stück auf die schon eine ganze Menge. Na und wenn nicht, vielleicht hat er auch hier im Forum, sage ich jetzt schon. Naja, in unserem kleinen Forum, vielleicht hat er da auch jemand Interesse an so einem Ding. Also wenn das jetzt für einen Laden zu teuer sein sollte, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du bezahlst für die Teile. Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, das in die Videos dann auch so drin. Vielleicht in die Artikelbeschreibung. Vielleicht wie teuer so ein Ding dann ist am Ende als Aufbau. Das finden die Leute ja toll, das wollen die ja sehen. Single-Speed-Aufbau für so und so viel Geld. Zum Beispiel. Die wollen genau sowas sehen, nichts anderes. Umso billiger, umso besser.
Ja? Ja. Ja, los. Ich hab ein bisschen Wasser geholt. Ja. Was sie sagt. Okay. Wie ist es? Ganz leicht. Mama, geht, geht, geht. Ich bin im Krankenhaus gewesen und jetzt war aber ein bisschen gemattet und so. Wieso? Ist die Tür wieder? Nee. Doch. Ja, nicht halb, aber ein bisschen zu viel Alkohol oder so. Ich wollte dich um Hilfe bitten, ob ich bis heute, Abend was zu tun hast du mich und noch mal mit dem Zehner helfen kann. Einmal. Und bin vollkommen aufgeschmissen, weiß grad nicht wie. Was zu machen, irgendwas in, ja, einspeichen, umspeichen oder was, eine Stunde oder zwei. Ja, das geht. Sortieren kannst du. Oder? War ganz banal, jetzt fällt mir jetzt, als es nur ein. Tatsächlich Schrauben sortieren. Ja, krass. Hast du Bock drauf? Ja, ja klar, wenn ich fit bin. Du hast die Kiste da im Grunde genommen. Einfach mal auskippen, eine Tüte so, eine Tüte so, eine Tüte so. Okay. Weil ich dann immer den kleinen Teil, den ich da drin schmeiße, und die ist jetzt gerade voll geworden. Vorne habe ich drüber nachgedacht, dass okay. Mein Sohn mal Bescheid sagen muss, aber wenn du Bock hast. Ja, geil, würde ich in einer Stunde wieder kommen und auslegen. Okay. Ja, da draußen wir bis dahin. Kann ich meinen Rucksack hier lassen? Vielleicht noch. Darf ich, ja. Dann zieh mich jetzt durch, machen wir kurz und dann. Ja, ein bisschen waschen und alles. Okay. Ja. Ja, dann. Ja, mit dem Zehner meinst du, das ist machbar, ja. Ja. Okay. Aber. Mann, ey. Was ist los, Mann? Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, Hauptsache, ich kann dir nachher ein bisschen was erzählen. Und ja. Jetzt erstmal. Was machst du jetzt damit mit dem Zehner? Ja, was? Mich putz machen. Scheiße, es klingt so, ist uns aber. Kann ich dir nachher erzählen. Ja. Stunde anderthalb bin ich wieder da. Hallo. Ich will das nachher. Alles so schön. Bis gleich, ja. Okay. Ach, dann bin ich mal gespannt, ob der Felix kommt. Ne? Ja. Armer Kerl. Armer Kerl. Tut mir leid. Die tun mir halt leid, die Leute. Total bescheuert, ich weiß, ja. Sind alt genug alle. Blöd wie das klingt, die tun halt. Das ist ein Teufelskreis, da bist du ja immer drin, da kommst du nicht mehr raus. Scheiß Drogen, Kasse Drogen. Muss ja auch die Leute geben, die den Leuten helfen. Irgendwie. Fertig. Traut sich noch kaum jemand hier zu dir.
Nee, das kommt halt los. Heute Morgen habe ich gleich noch zu tun gehabt. Ja. Ein paar Sachen. Also es war so wie gestern eigentlich. War ja auch morgens richtig Fülle. Fülle. Und am Ende. Naja, am Ende auch nochmal. War noch abends, dann kam ja auch nochmal richtig eine Flut. Alle Platten. Aber mittendrin sind sie so Siesta-Style. Dann fangen wir an mit einer kleinen Pause. Ja, fangen wir doch an mit einer kleinen Pause. Genüsslich. Also setzen. Es ist wirklich gut hier unten. Ja, das Problem ist nicht hier unten. Tatsächlich, wenn ihr wirklich nur hier unten stehen würde und alle hier unten sich ablocken würde, wäre perfekt. Problem ist immer rein, raus. Wirst du krank. Da kriegt der Körper, das kommt ja nicht mit klar. Hier unten ist fantastisch. Könnte ja nicht besser sein. Alles über Autos. Es gibt keine schönen Bücher über Autos für Kinder. Der Kleine ist ja total der Narr und ich würde gerne ihm das geben und nicht ihn mit Naturbüchern quälen, was ich wiederum schön fände, aber ich glaube eher... Bücher. Ja, so richtig geile, schöne Autos, wo man sagt, wow, hier, geile Autos, das schöne Autos und dann Autorennen und was weiß ich. Das ist nicht wirklich. Alleine blendert. Aber ja, das ist geil. Also mit von bis. Also alles was schön ist, ist da drin. So wieder bin ich mit dir. Das letzte Mal hatte ich den gesehen. Ist auch der Abraham schon weg dran? Mach mal eine Runde. Kommst du mit dem nächsten Level? Komm noch mal rein. Das wünsche ich mir auch. Ich komme noch raus und dann. Schlawinchen. Das sind Schlawinchen-Insassen. Wie viel schreibt jetzt überhaupt? Wie geht's denn? So, die kommen aus der Erde raus. Ja, kleiner Tipp zwischendurch nochmal zum Wiederauffrischen des Leerstoffes. Gangschaltung einstellen, Nexus 8 Gang. Wenn man kann, hebt man das Rad an und schaut mal hier unten drunter. Da ist eine gelbe Markierung hinter die Sehnen. Ist ein bisschen dreckig. Da ist die gelbe Markierung. Die stimmt aber sehr gut überein. Das sind zwei Markierungen. Zwei gelbe kleine Striche da oben. Ja, und die müssen übereinstimmen. Die stimmen aber überein. Er meinte, ich muss die Schaltung einstellen. Das wäre jetzt fatal, wenn die Schaltung jetzt zuckelt, ruckelt. Das wäre nicht gut. Was hier gemacht werden müsste, wäre eigentlich eine neue Kette. Weil die schon ganz schön gelenkt. Ich schrubbel die mal frei. Und was war Ihr Budget? 100? Ja. Kann ich nicht. Geht einfach nicht. Was soll es auch sein, Fahrrad 100 Euro? Na nö, ich hab halt. Das ist das Fahrrad von der Oma, was 20 Jahre nicht gewartet wurde. Ganz einfach. Oder? Da kann man noch nicht dahinter stehen. Wie gesagt, wenn
manchmal habe ich auch so was für 70, 80 Euro oder was. Yes. Schaltung ist einmal frei eingestellt. Ja. Kette hat durchgehangen und war fett verkrustet. Habe ich jetzt mal sauber gemacht. Und neu gefittet, aber. Na, na. Problem sieht. Und der fährt hier ohne, ne? Hä? Ohne Griffe. Die hat ihm abgemacht, war die waren da so zerfallen. Ah. Ach, ich bin so stolz auf dich. Das sind die billigsten Standardgriffe, wa? Nee, die sind eigentlich sogar ganz gut da. Also nicht die billigsten. Ich mag die nicht, die fassen sich so komisch an. Ich finde, die fassen sich noch besser an als die anderen, die ich habe. Ja. So aggressiv. Die anderen. Und wenn er jetzt so ein bisschen. Ich schätze mal, dass es schon wieder später ist, als ich mir das denke. Vorne ist eine Uhr. Und heute will ich ja den Kleinen abholen von der Kita. Will ich mal losmachen. 13:58. 14 Uhr, ja, muss ich wohl drauf. Ja. Hä? Tja, Kette noch gefettet. Griffe drauf. Und der Mika ist weg. Heute ist ja nichts los. Überhaupt nichts. Ja, nichts. Viel zu heiß für die Leute. Vielleicht kommt jetzt mal ein Klapper draußen. Klingeln haben wir schon mal. Jetzt kommt das Rad. Meine Güte. Eine Rarität, eine kleine. Ups, eingehakt. Schauen wir mal. Jo, da ist es. Ein Utopia. Fahrrad, Manufaktur, Utopia, Saarbrücken. Kranich. Interessante Kreuzgestänge. Sattel haben wir oben schon jetzt erneuert, den habe ich jetzt oben raufgeschraubt. Da war so ein aufgeplatzter Gel-Sattel drauf. Der war wirklich nicht schön. Hier vorne ist Vorderrad, braucht dringend Service. Den machen wir. Und sie möchte die gesamte Lichtanlage demontiert haben. Also dieses alte Zeug hier. Überall ab. Ja. Machen wir. Auch das machen wir. Ich fange mal an. Ich lasse das mal. Hier stecken. So, das ganze Rad im Blick. Wunderbar. Okay, fangen wir an mit dem Vorderradausbau. So, 15er. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu tun habe. Draußen ist es gerade unerträglich. Die Sonne drückt rum. Aus ist das Vorderrad. Jetzt schauen wir uns den hier an. Und jetzt demontieren wir noch die Lichtanlage.
Das ist hier, ich habe mich schon gewundert. Das ist hier der Hebel für den Dynamo. So macht das Sinn. Oh Gott, das wäre nett. Um Gottes Willen bin ich froh, dass das raus ist. Vielleicht hatte ich noch mit Bohren rum oder so. Hammer. Haben wir alles ab? Dann müssen wir das wieder ranmachen. Und dann können sie alle nicht miteinander kommunizieren. Draußen steht ein Taxi, das will einparken. Eine Frau namens Maria läuft zu dem Taxi hin und fragt, ob das ihr Taxi ist. Parallel dazu fragt mich der Mann in der schwarzen Limousine, die ich überhaupt nicht als Taxi erkennen würde, ob ich eine Maria kenne. Ihr kriegt das mit, so ein bisschen, dass da einer nach ein Taxi fragt und da einer steht, der mich nach einer Maria fragt. Ich frage sie, heißt du Maria? Sie sagt, ja, ich warte auf ein Taxi. Ich sage, na hier, da steht der. Offensichtlich, weil er wartet auf eine Maria. Und sie so, ja, das ist doch kein Taxi. Ich sage, ja, aber ihr müsst doch kommunizieren miteinander. Vielleicht sehen der Taxis heute schwarz aus. Oh, und der Taxifahrer ist ganz verwirrt und weiß nicht, was er machen soll. Passt in die Parklücke nicht drin und fährt weiter. Also, der mit dem offensichtlichen Taxi. Er ist total bescheuert. So eine Lexus, Luxus-Limousine. Dann gehe ich zu dem Limousinenfahrer hin und sage, dort steht eine Maria, die wartet auf ein Taxi. Ich sage, dann muss man halt mal miteinander reden. Und er sagt zu mir am Telefon tippelnd, ich muss gar nichts, ich muss nur hier sitzen und warten. Hä? Was ist denn los mit den Leuten? Das ist eine Geschichte wie aus dem, ja, weiß ich nicht, wie aus dem Behindertenverein oder so. Ich muss gar nichts, ich muss nur hier warten. Okay. Dann will ich mich da nicht weiter einmischen, nicht wahr? Denn mehr kann man ja nun nicht. Die Leute haben alle verlernt, miteinander zu kommunizieren. Ja, als normal denkender Mensch stehst du dann irgendwie so dazwischen und denkst so, der eine will nicht aussteigen, die andere will nicht einsteigen. Okay. Doch, schrott es ab. Dö. Jo, wunderbar, Hammer. Und fertig, die Reifen sind viel zu alt. Gepäckträger rostig, oll. Ich weiß nicht, mir fällt der Rahmen sehr gut, aber der Rest nämlich tatsächlich. Komm her. Was machst du denn?
So. Na, jetzt gucken wir. Jetzt gucken wir. Ach, schön. Ach, nein. Hat aber wieder mobilisiert, ja. Lisas Mutter spendiert. Das sieht ja gut aus. Voll mit Essigschmiert. Da kannst du nicht verkehrt machen. Naja, du sollst nicht nach Gewinde gehen sortieren. Ich glaube, du musst den Hebel schließen. Den gelben Hebel weg vom Ventil. Die graue Seite benutzen und den gelben richtig hoch den Hebel. Richtig mit Kraft. Ja, das. Das ist die beste Grund vom Zuhören. Ja, weil das hört sich anders an. Ja. Bitte. So, jetzt haben wir hier den Quatschschlauch vorne. Reifen. Schlauch. Wie sieht dein Zeitplan aus? Ist alles im Lot? Boah, Noch mehr als sortieren? Gibt es noch mehr als sortieren heute im Moment, oder wie ist? Na, wenn du willst, kannst du eh einen Schlauch machen. Ja. Entweder den draußen. Ja. Bei diesem MBK oder was da steht, hinten. Aber dann müssen wir erstmal die Tüten, du kannst ja erstmal alles eintüten, genau, die Tüten weg, was noch nicht sortiert ist, kannst du ja einmal wieder drin lassen. Okay. Ja, erstmal, dass das vorne draußen aufgeräumt ist, vielleicht. Machen wir mal so, wir räumen das jetzt mal zusammen, dann bist du um 8 Uhr fertig. Erstmal eins nach dem anderen. Genau, du bist um 8 Uhr dann fertig. Also erstmal einräumen. Und das wird aber dann zum Abend dann abgeholt, einfach noch vor Feierabend. Das mit dem Hinterrad. Genau, Hinterrad. Und einfach neuer Schlauch rein ohne Ketten. Da muss nur neuer Schlauch rein. Aber erstmal den Tisch natürlich. Erstmal den Tisch abholen. Wolfgang ist ganz verwirrt, der guckt ganz komisch. Wolfgang, erzähl mal was der Jugend hier. Erzähl mal was zum heutigen Tag. Was hast du so gemacht? Wie war's? Ha? Der raucht nicht. Der braucht man nicht. Ach, können die Leute hier rauchen? Nein. Ja, ich warte heute. Na ja. Zehn Schlag aus deiner Jugend. Zeitung geholt, gefrühstückt. Ich meine, das ist die Geschichte, das war. Der Bild von einer Couch zur anderen gelaufen. Von einer Couch zur anderen? Ja, mit einem nassen Handtuch. Wir besitzen zwei davon, ja? Zwei Zimmer, zwei Couchen. Drei Zimmer. Ja, der Mann lebt im Luxus. Drei Zimmer, Küche und Bad. Hast du drei Zimmer? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Bevor er einer einzieht, sagt er zweieinhalb. Ohne was zu verdrängen. Und das setzt du halt am Ende auf. Wenn es jetzt zu schwer ist, wenn ich den Weg wieder nach oben gehen kann. Jetzt bin ich wieder putzmunter. Vorhin war ich schon müde, jetzt bin ich wieder putzmunter. Jungs, wir sehen uns morgen. Jo, danke für die Spionageabwehr. Wolfgang, schlaf gut die Nacht. Wird kühl. Komm, deck dich zu. Deck dich zu. Letzte Nacht hätte ich nicht gut geschlafen. War zu heiß. Dann kann man ja irgendwas im Bett eingeschlafen. Oh Mann, ey. Na gut, Wolfgang. Bis morgen. Geizig sind sie alle. Naja, ist ja auch Endoptimant, oder?
Feierabendverzögerung und so. Halt meinst du, habe ich noch was zusammengekriegt oder so, meinst du? Ja. Was bei uns springt oder so, korrekt habe ich nicht. Also, nee, denke ich auch mal. Was schön sind die Abfälle, ne? Noch was drin ist, weiß ich nicht. Zeit halt abfällt. Na ja. Ein bisschen lang gebraucht haben, ich muss mal der Sinne angemacht war, die Box. Ja. Aber der wird nicht auch wieder kostenlos sein. Okay. Ja, weißt du, ich bin nicht so gut im Quatschen. Im Ganzen. Im Machen was Besseres ist eigentlich, weil ich bis zum Ende war ich fast zufrieden, aber dann mit dieser Schaltung hat mich kein Kunde so. Dann musst du mal schauen. Also, dann verbuche ich vielleicht auch zur Hälfte ein Film für Mass. Ist doch sowieso. Ja, das ist. Okay, dann. Moment. Was ist der? Ciao, ciao. Das wird die Feierabend. Halt durch, Mann! Ja, okay. Nimm mal mit, wa? Ja, bitte. Okay. Hast du alles? Ja, trinken, essen, okay. Hey, gut. Okay. Ciao, ciao. Ja, gut. Ich schließe mal die Türe zu und nachher auch die Äuglein. Also bis dann, macht es gut. Bis morgen. Man muss doch unterstützen, wo man kann. Solange man kann.